Hey, Bro. Was machst du da? Yo, Bro. Erinnerst du, wer ich bin? Na, weißt du es? Ein Minecraft-Schwert? Ich weiß es. Du bist LP mit Cap, unser Bruder. Ah, nee. Aber mit dem nächsten Move erinnerst du es. Nee, beim besten Willen. Ich komm nicht drauf. Okay, alles klar. Dann gebe ich dir jetzt den ultimativen Hinweis. Demacia! Warte. Jetzt weiß ich's. Du bist Darius. Really? Ihr habt bestimmt erraten, dass es sich um Garen gehandelt hat. Zumindest schneller als mein Bruder Tomek. Ich spiele euren Wunsch und heiße euch damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community gegen den Rest der Welt mit Garen im Jungle. Mich hat eine E-Mail erreicht und zwar, Povrot, spiel doch mal bitte Korean Garen im Jungle. Korean Garen, was heißt das? Also relativ offensiv mit viel AD, mit Yumus Ghostblade zum Beispiel, mit dem Black Cleaver. Und natürlich erfülle ich euch diesen Wunsch, die Liste ist mega lang. Habe ich ja schon, glaube ich, letztes oder vorletztes Game gesagt, dass die Liste sehr lang ist und dass viele, viele Champions auf euch warten, auch viele interessante Picks. Allerdings, ja, muss ich die halt nach und nach langsam abfrühstücken. Und einer davon, auf den ich mich jetzt wirklich sehr, sehr freue, ist halt dieser Garen. Vor allen Dingen Garen auf, ja, mit viel AD kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Er wird mit Sicherheit sehr, sehr fett schnetzeln. Allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich hier den Red Buff schaffe. Holy! Boah, gerade noch so geschafft. Die Tränke gehen aber noch rein, bis ich mich zum... Puh, die Frage ist jetzt, was mache ich? Mache ich den Blue Buff oder lasse ich... Das Coole ist ja auch, Garen regeneriert sich dank seiner Passiven relativ gut. Wow, sogar relativ geil jetzt hier in Kombination mit einem Trank. Okay, ich denke, das sollte funktionieren. So, whoop. Oh, auch der Buff ist wieder ziemlich stark. Hip, ich schaffe es. Ganz gemütlich. Yeah. Sauber. Yo, und es steht schon 2:0 für die Community. Hoffentlich kein 20 Minutes Surrender. Denn das habt ihr ja auch so ein bisschen in den Kommentaren nochmal geschrieben, dass es schön wäre, wenn die Spiele ein bisschen länger dauern. Ich kann nichts dafür. Es ist wieder mein erstes Spiel des Tages. Oh, den Grump schaffe ich nicht. Den Grumpy schaffe ich nicht. Okay, ich hau ganz kurz ab. Ich hole mir mal 650. Ich muss den Grump schaffen. Den schaffe ich auch, wenn ich Smite habe. So, warten wir mal ganz kurz. Die Passive aktiviert sich. Ich habe alle Fähigkeiten. Sollte ich jetzt packen. Hoffe ich doch, oder? Hundertprozentig sicher ist das nicht. Oh, man. Und? Komm schon! No, er refreshed, please. Also Garen im Jungle, auf jeden Fall ja, eine Herausforderung. Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Jetzt ist die Frage, was kaufe ich mir ein? Und ich bin mir ziemlich sicher, Huntes Corrupting Potion wäre hier. Das Ding ist, aber hier würde ich mit den Mana nichts anfangen können. Naja, zumindest hole ich mir erstmal den Potty. Ich muss den Pot haben. Ich weiß es nicht, entweder fehlt mir so ein bisschen Erfahrung mit Garen im Jungle, was natürlich durchaus sein könnte, weil ich das erste Mal in meinem Leben spiele. Oder es könnte sein, dass Garen vielleicht einfach nicht der typische Jungler ist und das ist er mit Sicherheit nicht. Denn wenn Garen gespielt wird, dann sieht man ihn ja durchaus mal in der Toplane. In der Toplane direkt nach seinem Rework war er sogar sehr, sehr stark, also wurde sehr oft gespielt. Dadurch, dass er auch ab Level 6 einen Gegner als Villain, als Bösewicht markiert und an dem sogar True Damage macht, also hat Garen richtig gute Chancen, zumindest immer schon mal den Carry rauszunehmen. Wow, hier war Echolicious. Echo Level 4, ich Level 10. Echo mit 2-0. Oh, hier kann ich mir ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Mache ich sogar gerne. Ja.
Hat Sindra aber auch gut Damage gemacht. Wow, es steht 3-5. Das heißt, es sieht irgendwie so aus, als ob die Community tatsächlich gerade ein bisschen am Struggeln ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir können das auf jeden Fall noch easy peasy reißen. Eins heißt es immer. Stay positive. Und 3-5 besonders, also ich vergleiche das immer, wenn man jetzt mal ein Ranked spielen würde, dann bei 3-5, da würde ich nie im Leben aufgeben. Also überhaupt keine Chance. Okay, nach den beiden hier habe ich mein Level 4 meine ich natürlich. Yo, Alter. Na, wie sieht's hier aus? Wir müssen warten, bis Draven da ist. Zander! Ist eine Chance für uns. Oh, das ist sogar eine Riesenchance für uns. Yes! Und den, pass auf, oh no. Yes! Hoppi! Yo. Schöner Gank. Good job. Sauber. Damit bin ich jetzt auch schon sehr nah an Level 5. Und ab Level 6 werden die Ganks definitiv nochmal sehr viel sicherer. Okay, schön. Meine Passive ist aktiv. Ich regeneriere Leben. Ich stelle mal hier den Vision Ward. Red Buff in 30 Sekunden. Dann kann ich mir hier nochmal das obere Camp mitnehmen. Und dann, ja, ab zum Red Buff und dann mal schauen. Ja, das Coole ist jetzt ab einem gewissen Skill-Level hier auf der E, macht die auch genug Schaden, sodass man relativ schnell durch die Camps kommt oder zumindest die kleinen Monster schnell wegschreddet. Okay, Smite habe ich dann auch gleich für den Red Buff, das passt. Das passt. Jetzt kriege ich auf jeden Fall die Buffs. Aber das ist bei den meisten Champions so, die halt nicht, ich sag mal, nicht normale Jungler sind, dass sie einfach einen Moment brauchen, erstmal ihre Skills brauchen, dann die Skills auch auf einem gewissen Level, damit sie gut durch den Jungle kommen. Und bei Garen ist es halt auf jeden Fall so. Für mich, ja, Cinderhulk wird natürlich empfohlen, das kann ich gut verstehen, aber das werde ich nicht bauen, denn ihr habt euch den Garen ganz, ganz anders gewünscht und deshalb gibt es ihn jetzt hier sehr offensiv. Ich gönne mir jetzt auch erstmal die beiden Langschwerter, obwohl man jetzt sagen könnte, okay, Garen hat keinen Gap-Closer, keinen direkten zumindest, wird ja nur auf seiner Q schneller, also da hättest du dir auch Schuhe gönnen können, das ist richtig, aber ich will jetzt erstmal wenigstens vernünftig durch den Jungle kommen, bevor ich dazu übergehe, dann auch die Ganks perfekt zu landen. Hab jetzt auch gleich mein Level 6, also ich glaube, oh, schöner Treffer, ja, sehr schöner Treffer. Oh, die sollten wir haben, die sollten wir haben. Warte mal. Ich hab Flash. Nope! Das glaube ich nicht. Jetzt werde ich todesgreedy. Und es langt. Und es langt! Ich bin weg. Oh, dafür ist Anivia in Bedrängnis. Die ist noch hinter mir hergedived. Aber es hat für mich gereicht. Oh man, das war... Oh, das war todesgreed. Oh yeah, ich bin da. Ich bin sowas von da. Dafür brauche ich nicht mal meine Ulti. Oh please. Was? Nein. Oh. No, da musste er noch flashen. Oh, jetzt ist nicht wirklich Echo da. Hopp. Oh, ich will abhauen. Ich will da lieber weg. Es ist Echo. Das ist ein starker Champion. Oh mein Gott, er hat ihn nicht mehr drauf bekommen. Er hat vielleicht noch sein Ulti. Das macht er gut. Yes! Und jetzt ist er tot. Bam! Der Silence hat einfach verhindert, dass er seine Fähigkeiten raushauen konnte. Und Echo ist ein Champion, der basiert absolut auf Fähigkeiten. Good job. Jetzt steht es 10-9. Wir bleiben positiv, wir kämpfen weiter und kämpft immer. Besonders, wenn es um ein Rank geht, kämpft bis zum bitteren Ende. Sogar, ich habe schon Ranks erlebt, auch die ich selber gespielt habe, wo man vielleicht schon 10, 20 Kills vorne war und dann hat das Team auf einmal angefangen, extrem unsicher zu spielen. Also versucht euch immer
besonders in Ranked, sage ich, wenn man sich so hochclimben will, wirklich toll zu konzentrieren, das Beste zu geben, auf den CS zu konzentrieren. Deshalb nehme ich auch nicht so viele Ranked auf, muss ich gestehen. Und in letzter Zeit auch viel Community gegen den Rest der Welt. Also einmal, weil es mir wirklich super gefällt, weil es das Format ist, was mir am meisten Spaß macht. Aber auch einfach, weil ich im Ranked auch einfach die Konzentration brauche. Und hier ist es so, ihr merkt es ja, ich verpasse immer mal ein CS, weil ich möchte euch natürlich auch wiedergeben, was halte ich von diesem Champion, welchen Bild würde ich auch empfehlen, warum baue ich ihn vielleicht so, wie ich ihn gerade baue. Und von daher ist es so definitiv ein Unterschied, ob man jetzt etwas aufnimmt, ob man noch etwas erklären will oder ob man sich 200%ig aufs Game konzentriert. Hier ist Echo wieder am Start. Ich hoffe, hier ist jetzt... Das ist interessant hier. Echo wird hier gleich lang gehen. Na, komm schon, Echo. Komm schon, Echo. Oder nie? Oh! Ich lasse mir gleich den Wladimir hier knallen. Ich war mir nicht sicher, wie schnell ich mich zeigen kann. Yes! Und das war's! Und das war's! Dafür hat man Silence. Dafür hat man den verdammten Silence. Okay, und den plätten wir jetzt auch noch. Pass auf. Nice! Nice! Und da ist das Smite auch so geil. Ihr habt nicht den direkten Gap Closer. Dafür brauche ich jetzt aber auch gleich die Schuhe natürlich. Aber außerdem natürlich auch hier das Chilling Smite, damit einfach der Gegner geslowt wird und damit ihr ihm super hinterherkommt. Dann wird hier nochmal ein bisschen Counter gejungelt. Anivia ist am Roman in Richtung Plane. Oh, nice. Bam! Ey, die Ulti von Garen ist auch einfach brutal. Wie viel Schaden macht sie? 175 auf jeden Fall und dann nochmal plus 28% der gegnerischen fehlenden Leben. Und Syndra war ja schon relativ schwach, also das war klar, dass sie da tot ist. Und das ist auch ein Grund, warum Garen auch relativ gut Tanks shredden kann, weil er halt diesen extrem prozentuellen Schaden hat und der halt der Villain ist. Was ich nur nicht verstehe, warum gerade keiner von den Gegnern ein Villain ist. Oh, spin to the win. Na komm, BC. Ich seh dich doch hier laufen, Bro. Komm schon. Oh, ich brauche noch so lange. Er wird sich jetzt auch schneller machen können, oder? Und er ist jetzt mein Villain, genau. Yo. 2500 Gold. Garen jetzt. Ein offensiver Garen mit... Welchen Schuhen? Welche Dreierschuhe wären, da ich ihn jetzt sehr offensiv baue, wäre das eigentlich geil. So. Oh yeah, das ist jetzt richtig viel Damage. Wir können uns ja nochmal hier angucken, was das Ganze heißt. Insgesamt 842 Physical Damage. Wow, wenn man die ganzen 8 Spins berücksichtigt. Hier haben wir auch eine tolle Skalierung. Mehr als ein AD, das ist schon mal stark. Und die Ulti skaliert nicht mit AD, deshalb reicht es eigentlich normalerweise, wenn man Garen als Tank baut, aber nicht in dem Fall, wenn ihr euch das anders wünscht. Wow, und jetzt habt ihr es gesehen, spinne ich mich hier sehr, sehr schnell durch
durch die Gegner durch. Wie sieht's aus, unser Wladimir gegen Rumble mit 33 CS. Puh. Das ist natürlich krass. Hier ist Echo. Hip! Den haben wir! Den haben wir! Den haben wir! Bam! Ich liebe auch den Effekt von dieser Ulti. Okay, komm. Oh! Garen im Jungle. Garen auf HD. Zwei interessante Varianten. Ich komme noch. Oh, und der ist sogar der. Das war ein Fehler. Das war ein fetter Fehler, Echo. Ich mache nämlich sogar True Damage an dir. Weil er gerade der war, den ich gechallenged, beziehungsweise der mein Villain war. So. Yo. Das ging auch rapide. Jetzt gibt es nochmal New Moose Ghostblade. Und dann habt ihr euch ja eigentlich noch den Black Cleaver gewünscht. Und dann habe ich euren, hoffentlich Korean Garen, wenn ich das richtig verstanden habe, so erfüllt. Jetzt gibt's hier, jetzt geht's hier, jetzt geht's nochmal ein Vision Ward. Nice, das ganze Team ruled jetzt. Ich kann aber nur hoffen, dass das nicht in 3 Minuten vorbei ist. Oh man, Wladimir. Oh man, Wladimir gibt ein bisschen... Macht langsam. Yo, Wladimir ist tot. Sorry, Wladimir. Aber ich freue mich nur gerade, weil ich nicht will, dass die Gegner surrendern. Outplay. Nice. Ich hoffe, sie surrendern nicht. Ich will euch natürlich längere Gameplays bieten. Aber ich will auch jetzt dem Team natürlich, das mit mir spielt, die ich eingeladen habe, da will ich jetzt nicht sagen, die Aufnahme nehme ich jetzt nicht. Ist eine schöne Aufnahme. Garen mit diesem Bild, der Wahnsinn. Oh Baby, ich komme. Ah, schade. Haben wir. Oh, oui, du willst auch sterben. Nein. Doch, das reicht. Wegen dem Red Buff? Nein, das reicht. Poppy war da. Good job. Schön abgesichert. Yes, komm. Ich zwirbel hinterher. Zumindest will ich Poppy rächen. Hoffentlich surrendern sie es nicht. 26 zu 17, auch in einem Ranked. Wäre das eine Situation, wo ich sage, das muss man weiterspielen. Da würde ich mein Team immer weiter motivieren. Hoffentlich motivieren die... Oh, der Wladimir ist ein bisschen OP. Der ist ein bisschen OP, der macht hier einen Ultra-Job. Er macht hier einen verdammten Ultra-Job und ist hoffentlich... Okay, er ist tot. Es klingt blöd, dass ich sage, er ist hoffentlich tot, aber ich will halt nicht, dass es wieder ein 20-Minute-Surrender ist. Das stimmt, ey, das Team hat recht. Ich sage eigentlich selber, wir sollen langsam machen und es wird komplett durchrasiert. Gegen den Strich. Bam! Ah, ja... Top ist ein bisschen gepusht. Diese Ironie. Geiles Team. Gut drauf. Oh, guck mal, wer hier langkommt.
Wow. Du weißt, Echo, wenn ich dich habe, dann habe ich dich. Whoop. No! No, 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 no. Was? Da geht er nochmal ran. Ich, ein bisschen Lust habe ich schon, gierig hier zu werden. Hip! Bam! Oh, man. Oh, man. Die verlieren das Haus so. Und deshalb kann man jetzt, glaube ich, doch davon ausgehen, dass sie jetzt surrendern. Spätestens nach diesem Fight. Also, wir haben es aber gerade gesehen. Das war, finde ich, ganz schön gerade zu sehen, dass Garen auf AD selbstverständlich sehr squishy ist. Das ist klar. Wir bauen ja gar keine Leben. Die einzigen Leben jetzt haben wir tatsächlich in Phage. Mit dem Ghostblade aber die Armor Penetration, Movement Speed. Das ist genau das, was er eigentlich braucht, was sein Kit unterstützt. Weil Schaden hat er genug. Schnell ist er hier auch. Was ist da los, ey? Was ist da los? Vielleicht mal ein Drake? Da habe ich schon mal gesmited. Ja, Anivia mit dem Blue Buff. Easy peasy, die macht natürlich auch einen mega Monsterschaden. Oh, die macht. Baron? Die wollen Baron machen. Holy Baron. Das könnten sie sogar schaffen. Oh oh. Oh, ich bin tot. Da bin ich tot. Da bin ich einfach mega, mega squishy. Glücklicherweise müssen die auch ein bisschen deffen. Ob die jetzt Baron kriegen? Dann müsste jetzt Poppy und Draven mal checken. Vielleicht Draven mit seiner Ulti das Ganze checken? Nee, sah nicht so aus. Genau. Vielleicht hat es sich dann gelohnt, dass ich kurz hin bin. Und dann wenigstens dafür gesorgt habe, dass sie sich auf wen anders konzentriert haben. Leider war das mein erster Tod. Oh man, da geht der Vladimir rein. Ich glaube, das kann er sich auch durchaus erlauben, oder? Alter, was ist mit Vladimir verkehrt? Dieser Champion war schon immer... Oh. Der Dive ist aber sehr, sehr tief. Und insgesamt verlieren die Gegner diesen Kampf. Ah, das war knapp. Das war knapp. Na, mal gucken. Kann hier ein Rumble noch was machen? Ne, deffen kann er das nicht. Zumindest nicht den Inhibitor. Ich hole mir jetzt schnell nochmal den Red Buff von den Gegnern. Na, ein gezielter Grabscher? Ne. So, vielleicht hier irgendwo ein kleiner Bait. Okay, dann rein da. Oh, Syndra steht da gut. Syndra steht da verdammt gut. Bam. Oh, fuck. Wem's Wirbelunio? Oh. Bam. Triple. Korean Garen im Jungle. Probiert ihn ruhig mal aus. Also ich finde ihn gerade nicht schlecht. Ihr habt gesehen, im Early gibt es da so ganz kleine Anlaufschwierigkeiten. Und danach läuft der Hase. Und geaced. Einfach schön mit dem Auto-Attack, der allerdings über 500 Schaden macht. Ey, die wollen das doch nicht beenden, oder? Ist doch ein geiles Game. Und ich freue mich, die Gegner haben es nicht surrendered. Am Anfang lagen wir ganz kurz mal hinten. Ich sag mal so, wir haben den Gegnern eine kleine Chance gelassen. Oh, Garen auf AD. Jetzt nochmal mit 2700. Das ist ja verrückt. Das
ist ja verrückt. Die sind gar nicht in der Lage, Garen zu Garen. Hier den. Was kann ich denn jetzt hier noch bauen? Das wäre eigentlich ein schönes Item. Die sind gar nicht in der Lage dazu, den Wladimir zu töten, oder ist der jetzt tot? Ja, Wladimir ist tot. Aber es hat lang genug gedauert. Oh, und Anita im Late Game. Ah, sie defen es auf jeden Fall noch tapfer. Das gefällt mir auch ganz gut. Draven hat beendet. Really? Aber es war ein schönes Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt einen Daumen hoch. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Dann gebt noch einen zweiten Daumen hoch. Ich weiß, das geht nicht. Aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Stay positive. Ciao, ciao.